Ja, hallo, mein Name ist Frank Rollinger, ich bin Golf-Methodenentwickler der Core Balance Free Release Methode. Golf-Methoden unterscheidet man nach Kernprinzipien. Der kleinste gemeinsame Nenner ist kein gemeinsamer Nenner, sondern der kleinste Nenner ist hierbei entweder pathologische, gesundheitsschädliche Golf-Biomechanik, also beim vollen Schwung, oder eben Core Balance Free Release, die frei von Kontraindikationen bewertet wurde und das mehrfach. Ja, ich diskutiere ja gerne auch mit klugen Leuten. Meistens enden dann die Diskussionen an einem Punkt, wo die sachliche Ebene verlassen wird und dann klinke ich mich dann immer aus. Also da mache ich nicht mehr weiter mit. Aber da kommen als ganz spannende Einwürfe dabei heraus. Einer sagte zum Beispiel, wo zur Hölle steht denn in den Golfregeln, wie man Golf spielen muss? Also die ganzen Golfregeln definieren, wie wir Golf spielen müssen. Und ich erinnere jetzt daran, also im Bunker darf man seinen Schläger nicht im Sand aufsetzen, man darf nicht aus dem Boden in Ausbesserung spielen, im Wasserhindernis darf ich meinen Schläger nicht aufsetzen. Also spannende Dinge, ich darf andere Golfer nicht gefährden, ich darf meinen Ball nicht besser legen. Und ich darf im Prinzip keinen falschen Ball spielen, sonst kriegt man Strafschläge. Und so ist es eine fast unendliche Kette. Also da gibt es so dicke Decision-Bücher dazu, zu den Regeln, die wir einhalten müssen. Sonst bekommen wir entweder Strafe oder Disqualifikation, kurz DQ genannt. Ja, und jetzt als Methodenentwickler folge ich einer Methode, die nicht zu Selbstverletzungen führt, und Selbstverletzungen durch Scherkräfte, also Beckenschieben gegen die Wirbelsäule, Überstrecken vom linken Knie, Überdehnen vom Schulterkugelgelenk, Divots rausschlagen, Supination im Sprunggelenk, Valgus Varus im Kniegelenk, all das, Hohlkreuzbildung unter Gewalteinwirkung, all das sind Selbstverletzungen. Und jetzt steht in den Golfregeln drin, dass Golf, also in den Fundamenten, und da gibt es kein Pardon, da steht drin, to every time, also zu jeder Zeit muss Sportsmanship umgesetzt werden. Jetzt nehmen das manche nicht so ernst, aber wenn man das nicht einhält, sich zum Beispiel benimmt wie ein Rüpel auf dem Platz, kann man vom Platz verwiesen werden, disqualifiziert werden. Und genauso ist es meiner Ansicht nach auch, wenn man einer Golfmethode folgt, die zu Selbstverletzungen führen, und wendet nicht eine gesunde Methode an. Also nach meiner Bewertung sind alle Turniere ungültig, die nach der alten Methode dort, und also Scherkräfte, Imbalance, ja, Wirbelsäulen und Bandscheiben einquetschen, alles ungültig. Und dann sagt man zu mir, ja Frank, du kannst doch das nicht vorschreiben. Ja, ne, ich schreibe es ja gar nicht vor, die Regeln schreiben es vor. Und die Regeln, die müssen wir ernst nehmen. Also Sportsmanship ist ein Fundament to every time. Also immer, ja, muss man das anwenden. Und da gibt es auch kein Pardon, oder da heißt auch nicht ab und zu oder vielleicht oder man könnte. Nein, immer. Und das ist das Fundament der Golfregel. Und jetzt hat der Golfsport weltweit das Glück, dass es nach meiner Bewertung Core Balance Free Release gibt. Und Core Balance Free Release hilft dem Golfsport, den Verbänden, den Milliarden TV-Geldern oder diejenigen, die Milliarden von TV-Geldern einnehmen, aus dieser Misere heraus. Ah, wie soll man das denn machen, die Golfmethode kontrollieren? Also, ich komme ja ein bisschen aus dem Leichtathletik und automatisch verfolgt man dann auch mehr oder weniger die GH.
Und die Geher haben eine komische, aber eine klar definierte Bewegung, eine Biomechanik. Und die müssen sie einhalten. Und wenn nicht, werden sie disqualifiziert. Und das Gleiche müssen wir im Golf auch hinbekommen. Wenn wir eine selbstverletzende Biomechanik anwenden, in der Phase Setup, Rückschwung bis zum Ballimpact, dann muss man denjenigen nach meiner Bewertung disqualifizieren. Also das heißt, wir müssen neu denken. Also es ist nicht nur, dass unsere Methode strukturiert ist für den Schüler nachvollziehbar. Durch den Wechsel von bis zu neunfacher Imbalance auf Chorbalance 31 Teilbewegungen reduzieren konnte. Nein, es geht weit tiefer. Die Chorbalance Free Release Methode entspricht den Golfregeln. Das ist ja mal ein anderer Ansatz und regelkonform. Ja, und das wird jetzt, wir haben Anfragen gestellt bei der R&A, bei der USGA. Ja, die schleichen sich davon, aber sie werden einer Antwort nicht widerstehen können. Weil Golf hat eine brutale Misere. Das hat ja dieser Professor Riedmann, das habe ich ja nicht gesagt, aber der Professor Riedmüller hat dann ja ins Lehrbuch geschrieben oder ins Stammbuch geschrieben, Golf ist unglaubwürdig. Und wenn ich halt eine pathologische Biomechanik umsetze, kein Sportmanship verfolge, das ist unglaubwürdig. Darüber kann man ja mal diskutieren. Ja? Also ich schreibe es nicht vor. Ich habe die Regeln nicht geschrieben. Die Regeln sind eindeutig. Die hat jemand anderes geschrieben. Ich finde aber niemanden, der mir sagt, Frank, wir halten uns nicht an die Regeln. Wir wollen uns nicht an die Regeln halten, weil dann ist es kein Golf mehr. Also ich bin ein großer Verfechter, dass man sich an die Golfregeln hält. Und es ist halt, also ja, also es gibt ja auch noch eine weitere Bewegungsphase nach dem Ballimpact. Und da geht es um Golfschuhe. Und die klassischen Golfschuhe, die führen halt zur Supination im Sprunggelenk. Deswegen sind die alle nicht regelkonform. Das muss man auch dazu wissen. Wobei Schuhe und Biomechanik sind, ja, also bis zum Ballimpact unabhängig voneinander. Aber auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir werden sehen, wie sich die Thematik entwickelt. Für mich ist das spannend und auch aufregend. Aber so langsam denke ich, dass wir alles jetzt da durchhaben. Und ja, jetzt geht es halt um, spielt man Golf oder spielen wir Halma? Also wenn wir nicht Golf spielen, was spielen wir dann? Ja, also, und da ist kein Spaß zu verstehen, weil eines ist mir doch klar. Wie mache ich jemanden klar, der den Ball besser legt, dass er zwei Strafschläge kriegt oder dass er einen falschen Ball spielt und bis zu vier Strafschlägen kriegt oder Disqualifikation? Und jemand, der aber gegen die Fundamente der Golfregeln verstößt, ja, das ist okay. Also wir müssen, ich denke, da muss man nicht viel diskutieren, sondern das ist sehr sachlich und auch, ja, ich würde sagen, das ist naturwissenschaftlich geregelt und es sind ganz klare Regeln. Ja, Frank, dann, wie sieht es aus? Selbstverletzungen, also Leute, Scherkräfte, Becken schieben. Ihr werdet niemanden finden, der euch sagt, also Bandscheiben einquetschen ist gesund, Überdehnen vom Schulterkugelgelenk ist gesund. Ihr werdet niemanden finden, der Überstrecken oder vom Kniegelenk oder das Abschleifen des Hyalinen-Gelenkknorpels als gesund bewertet. Ihr werdet niemanden finden, der sagt, ein Valgus und Varus im Kniegelenk ist super, fördert deine Gesundheit. Also wir müssen uns schon, oder Hohlkreuzbildung. Ihr werdet niemanden finden, ich kenne niemanden, der so verrückt sein würde, gegen die medizinischen Regeln, dass jemand sagt, eine massive Ableitung von überschüssigen Kräften ins Hohlkreuz gilt als gesund. Da wird man niemanden finden. Und deshalb sind die Sachen auch pathologisch. Also von der Seite aus, spannend und jetzt müssen wir halt mal darüber nachdenken und dann halt auch sehr schnell korrigieren. Und also da geht es
nicht nur um den kleinen Verein, sondern die USGA und die R&A sind hier gefordert. In dem Sinne, heute an diesem sehr kalten Mittwoch im September, ich grüße euch auf das Herzlichste. Bleibt mir wohlgesonnen. Frank Trollinger.